Mir sogar reingeschissen oben im Bad, als das der Deckel vom Mixer nicht richtig drauf war. Wo das so drrr, ganz laut gemacht hat. Meine Brille. Wo ist sie? Da. Meine Brille. Ey, die hast du noch eine Stunde. Ja. Bei einem kleinen Würstchen war so klein. Ja. Jetzt noch aushalten können. Mal Piss war, aber ich bin heute eine andere Runde. Und nicht durch den Park die Scheißefresser-Runde. Die Kamera ist schon an. Achso, ich bin hier hinten nach Richtung Brücke und dann nochmal kurz Ascheplatz, bis die zweite Wurst raus war. Guten Morgen, Scheiße. Es ist noch dunkel draußen. Das ist selten, wenn wir einen Vlog anfangen. Wusstest du, wer bis 2018 die reichste Nation der Welt war? Bernd? Ha? Du? Nee. Na, wer? Australien. Echt? Bin ich ja nie drauf gekommen. Jetzt sind die Amerikaner. Ja. Ja. Hallo, ich bin Heinz Baby. Hallo, du bist so süß. Mich haben jetzt wenn er das könnte, würde er das machen. Du hast ja schon gekriegt, 3 dicke Stückchen Obst, 2 Möhrchen. Und? Und die halbe Bier, naja, die wollte er nicht. Also? Im Wintergarten taut sein Essen gerade auf mit heißem Wasser. Oh, vergessen rauszuholen. Heute halt Sparmannskost. Ja, das hat er gestern den großen Knochen gehabt. Dafür gibt es morgen zum Frühstück heute Morgen Lachs. Jedenfalls wurden wir heute, wie ihr seht, das Baby schläft noch. Hier ist nur das Stillkissen drin. Wir wurden heute wieder von Smurfy geweckt. Der musste raus. Bernd ist dann mit ihm rausgegangen. Ich bin erstmal liegen geblieben, weil die Kleine ist so ein bisschen angeweckt worden, habe sie dann nochmal gestillt, bin liegen geblieben, bis sie wieder richtig eingeschlafen ist. Dann bin ich runtergekommen um kurz nach 6, ne? Da war Bernd schon hier zugange, Kamin sauber machen, Spülmaschine ausräumen, Kamin anmachen, keine Ahnung, Kaffee machen, hier unseren Frühstücksshake machen, 2 Liter, hat schon getrunken. Ich trinke den immer erst nach dem Kaffee, weil erst Kaffee. Und ja, ich war duschen in Ruhe, ganz richtig ausgiebig. Ich habe sogar geschafft, mich zu rasieren. Das heißt, ich hatte ganz viel Zeit. Dann habe ich die Wäsche eben gemacht. Und jetzt wollte ich mir hier für alle stillenden Mamis... Fokus, Fokus, da. Multi-Mam-Kompressen. Das ist für gereizte Titis. Die mache ich mir gleich drauf. Mein Tipp ist, man kann die durchschneiden. Ich zeige euch die. Ich wollte immer wissen, wie die aussehen, bevor ich die gekauft habe, weil die sind recht teuer. Da kostet ein Paket mit 10 Stück kostet um die 10 Euro. So. Die sind so. Die kann man dann aufklappen. Und dann schneide ich die in der Mitte durch. Also nur in der Mitte ist diese Salbe. Und die Salbe habe ich auch nachgekauft, die Multimam-Salbe. Und dann mache ich die, also ich nutze die einen ganzen Tag lang immer. Und dann mache ich die Salbe zwischendurch einfach nochmal drauf. Auf die Dinger. Weil ich habe die Salbe auch schon mal so drauf gemacht. Aber das bringt nichts, dann gehen die halt ins Stillpad, die Salben. Genau. So schlimm sind die aber auch nicht zur Zeit. Aber bevor die schlimm werden. So. Genau, heute kriegen wir unsere Brillen. Also ich kriege meine zweite neue Brille und Calvino kriegt überhaupt mal seine neue Brille. Wurde auch mal Zeit, ne, bei ihm. Ja. Und ich hätte richtig, richtig Lust, mir das neue Handy zu holen heute. Heute wäre wieder so ein Tag. Die ersten Stilleinheiten des Tages sind überstanden. Die ersten kleinen Schläfchen auch. Ich wollte jetzt anfangen schon mal zu kochen. Heute gibt es den Voodoo-Eintopf. Ich habe hier schon mal alles bereitgestellt. Als erstes schnibbel ich jetzt den Weißkohl und die Möhren. Denn das muss vorkochen. Das braucht nämlich am längsten. Und das mache ich jetzt schon mal. Denn Prost. Ja, dann ist das schon mal erledigt. Hast du heute dein Kleidchen an? Ja, du Maus? Hilfst du mir in der Küche? Du guckst so ernst. Was ist los? Verstecken? Ja. Oh. Bist noch müde, ne? Gerade aufgewacht. Genau, so.
Ich habe hier schon mal Reis in Wasser eingelegt. Das ist Basmati-Reis. Den wasche ich immer ganz oft. Und ja, jetzt habe ich ihn schon mal in Wasser halt eingelegt, dass er ein bisschen ziehen kann. Einmal das Geschnibbelte. La 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 la. Ja, du hilfst mir beim Kochen, ne? Ja, etwas Öl. Genau, das habe ich jetzt vorgekocht hier, den Kohl und die Möhren. Ja. Jetzt holen wir Zwiebeln, die haben wir zum Glück tiefkühl, muss die Mama nicht schnibbeln und Augentränen haben. So, jetzt braten wir erstmal Zwiebeln und Paprika hier ordentlich an. Wir müssen kurz mit dem Kochen warten, müssen erstmal eben stillen. Die Maus ruft nach mir, das geht vor. Sag mal, das geht vor. So, dann lässt ihr mal hier. Dann lass dir mal schmecken. Dann lass dir mal schmecken. Eigentlich ist sie am Einschlafen. So groß war der Hunger nicht, ne? Ja, eigentlich schläfst du lieber jetzt, ne? Dahinter gelegt, dass sie nicht umkippt und sich erschreckt. Mal schauen, ob es klappt. So, dann kann ich jetzt eben kochen. Ach, jetzt kann ich. So, Kinderschlaf darf man nicht stören, ne? Alles wieder anmachen hier. Tiefkühlknoblauch mache ich drin. Das war etwas viel, aber wir lieben Knoblauch, von daher ist das nicht so schlimm. So, oh, das duftet gut. Dann machen wir schon mal Gewürze dran. Ich mache ein bisschen Cayennepfeffer. Was haben wir hier? Ne, Paprika möchte ich da nicht dran haben. Curry auch nicht. Was haben wir hier für feine Gewürze? Ich weiß nicht. Sollen wir ein bisschen Majoran dran machen? Ja, Majoran. Dann kommt da Erdnussbutter mit rein. 3 Esslöffel. Passierte Tomaten. So,
Die fülle ich jetzt noch mal bis zur Hälfte mit Wasser auf. Dann habe ich hier Mais und Kidneybohnen. Und in dieses Sieb schütte ich jetzt das ab, hier den Weißkohl und die Möhren. Dann habe ich nämlich ein Sieb gespart. Ein Sieb reicht nicht. Ich musste das jetzt teilen. Also erst einmal abschütten. Dann hier rein. Und dann das zweite abschütten. Oh, ist aber sehr viel Kohl. Also im Rezept steht ein kleiner Kohl. Das war ein kleiner Kohl. Und Bernd hat sogar zweimal Kohl mitgebracht. Einer ist noch über. Aber egal. Essen wir zwei Tage davon. Morgen soll hier eh unsere Küche die Fußleisten bekommen. Die sind ja immer noch nicht dran. Aber die sind schon da. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Und die sollen morgen angebracht werden. Dann kann ich morgen eh nicht so gut kochen, weil ich muss unbedingt dann unter der Küche nochmal sauber machen. Da fährt bis jetzt immer nur der Staubsauger lang, der Roboter. Aber morgen mache ich dann nochmal manuell sauber. Das sind echt viele Krümel. Genau, und das kann jetzt schön ziehen und dann schmecke ich das ab mit Salz und allem. Super. Erdnussbutter, ich liebe das. Ein bisschen ärgere ich mich gerade, weil ich den Weißkohl so grob nur gestückelt habe. Ich hätte den feiner schneiden sollen, aber naja, mit jedem Mal verbessert man sich. Ist das erste Mal, dass ich das koche. Ja, das ist von Chefkoch. Ich zeige euch das mal eben. Ich weiß nicht, ob hier mein altes Handy, ob es da auch drauf ist. Da ist Chefkoch. Ich schaue. Kochbuch. Da, vegan Hauptgericht. Afrikanischer Eintopf. Wir nennen ihn Voodoo-Eintopf. Könnt ihr schauen bei Chefkoch. Guten Morgen. Na, ausgeschlafen? Ja. Schön. Calvino ist erwacht. Ja, die Maus schläft noch. Die schläft schon jetzt relativ lange hier in ihrem Laufstall mit ihrer Föhn-App. Sie darf selbst entscheiden. Ja. Ja, ja. Oh, bist du schick, Molly? Wie sie dich anguckt. Ganz verliebt. Ganz verliebt und fasziniert. Ja, Smurfy auch, ne? Smurfy ist auch verliebt und fasziniert. Fein bist du, ne? Ja, du bist so fein mit dem Morla. Ja. X. Ja. Nicht am Ohr. Das ist voll laut, wenn er da so reinatmet. Ja, so. Ich kenne das, wenn er einem ins Ohr atmet. Er hat mir schon mal die Nase bis hier ausgeleckt. Das war auch nicht angenehm. Bis im Gehirn? Ja. Warst du beim Calvino bis ins Gehirn mit der Zunge? Ach, der wollte eigentlich das Gehirn essen. Ja, er will alles essen. Er ist ein Zombie, er will das Gehirn essen. Er sagt, er ist fett. Er ist nicht fett. Er sagt, sein Kopf ist nur geschrumpft. Der Körper ist gleich. Smurfy hat den Lockdown-Speck. Ne, Etipopetti? Ja. Nimm mir meine Brille aus dem Gesicht, Etty, der Smurf. Ha? Du bist mir eine. Hm? Möchtest du Mollersocken haben? Mollersocken? Ihr seid süß zusammen. Sie lächelt richtig. Ja, klar lächelt die. Die freut sich voll. Sie mag, wenn man ihr was erzählt oder singt. Ja. Ne? So wie du, ne, Smurfy? Ne? So wie du. Was hast du letztens so gemacht? Gefurzt? Gekackt? Alles. Gespechtet? Und sie sagt, sie war in New York. Oh, was hat sie denn da gemacht? Gespechtet. Ah ja. Was ist ihr? Ihr Haupthobby. Andere Frauen gespechtet? Ja. Oh, nein, nein. Ich bin bewaffnet mit Einweghandschuhen und ein Schraubenzieher. Ich glaube, Schraubenzieher darf man nicht mehr sagen, Schraubendreher. Denn ich habe euch in einem letzten Vlog erzählt,
dass unser Abfluss hier in der Dusche, der ist die Hölle. Wir haben schon alles versucht, Rohrreiniger, ich habe alles da rausgeholt, mit einer Pinzette reingegangen, der Bernd hat mit einem Pömpel, alles Mögliche. Und jetzt schraube ich das mal auf, aber das ist so eklig, glaube ich, deswegen ziehe ich Handschuhe dabei an. Ich zeige euch das auch nicht, keine Sorge. Aber ich berichte euch, ob ich Erfolg habe oder nicht. Okay. Das war das Ekelhafteste, mit das Ekelhafteste, was ich jemals erlebt habe. Und ich bin noch nicht fertig. Das liegt jetzt so aufgeschraubt oben drin, denn die Maus ist aufgewacht, glaube ich. Ja. Ich hoffe, ich vergesse das nicht nachher weiterzumachen. Wenn Carino das sieht, dann muss er sich, glaube ich, übergeben. Essen müssen wir auch noch. Wir haben ja schon 10 vor 2. Deswegen sag ich ja. Oh je. Hinterher gerne, weil vorher wird eng. Okay, also werden wir einkaufen. Eine ganze Lage Paprikakräuter. Wir hatten so eine ganze Lage mitgebracht. Ja, fast eine ganze Lage. Das fand ich so der Burner, der Kassierer wieder. Ne? Anstatt er eingibt 14 Mal und ein Bond, weißt du, was er macht? Hm. Nimmt jeden einzelnen raus, zieht ihn rüber, packt ihn wieder rein. Ich hab gedacht, ne? Dachte, mich kriegen soll. Ich hatte ja nicht nur das, ich hatte die Hefe ja, da auch viermal drüber gezogen. Der wusste bestimmt nicht, dass das alles Paprikakräuter ist, sondern vielleicht verschiedene und deswegen. Habe ich ihm halt dreimal gesagt dann. Ja, dann hat der Bernd noch Uromas Hefe mitgebracht, weil wir haben den Tipp bekommen, dass Hefe, frische Hefe viel besser aufgeht, das Brot und alles, als mit Trockenhefe. Und? Die können wir auch einfrieren, glaube ich. Mal Zuschauer, was hat Hefe sonst gekostet? Die hat immer 9 Cent gekostet, meine ich nicht. Zumindest. Ja, kann sein. 19 Cent. 19 Cent für, das waren das immer 42 Gramm oder so waren das immer. Das war die billige. Da, 42 Gramm sind es immer noch teurer geworden. Vielleicht? Okay. Einmal weiße Kuvertüre, weil ich ja mit Calvino schon total lange diese Pralinen machen wollte, wo wir die Hohlkörper bestellt haben. Oh, dreimal sogar weiße Kuvertüre. Wollen wir Kaffeepralinen machen? Viermal. Ach so, okay. Einmal Backkakao zum Backen halt. Ach ja, hier ist die andere Kuvertüre. Da können wir auch viele Pralinen machen. Ich habe mir gedacht, die hält sich bis nächstes Jahr. Ja. Gönn dir. Zweimal Trauben. Zweimal Quark. Einmal Birnen. Einmal Äpfel. Und der Rest ist Bananas für einen Shake. In verschiedenen Variationen. In grün, gelb und alles. Und jetzt müssen wir uns beeilen zu viel, Mann. Und ich lasse die Kamera hier, ich nehme euch auf Instagram mit. Das wird erwartet, ne? Naja, aber besser als nichts, ne? Ich trage die doch nicht so, die fällt da raus. Na ja, ich trage die doch nicht so im Maxi-Cosi. Bernd dachte, sie ist da drin. Ja, meine neue Brille. Tada! Die ist so ein bisschen hornmäßig, erkennt man das? Bernd sagt, es ist jetzt ungewohnt, weil ich die andere immer auf hatte. 83 Euro habe ich bezahlt. Das ist Glas übrigens und nicht Kunststoff. Genau, das ist Glas, weil das ist für uns langlebiger. Keine Kratzer und so, da stehen mir mehr drauf. Und ich bin das erste Mal vorne im Auto mitgefahren, seit der Geburt. Das war die erste Fahrt, weil es hat sich jetzt nicht gelohnt. Selbst wenn ich hinten gewesen wäre, ich hätte, das war nicht so weit. Aber laufen war doof wegen Aprilwetter. Und es war super. Die Maus ist einfach eingeschlafen. Bernd ist, hat im Auto gewartet. Ich war eben bei Vielmann, habe alles erledigen können. Und jetzt ist sie wach. Was wollte ich denn jetzt hier im HWR? Ich wollte Müllbeutel, glaube ich, holen. Ja, einen kleinen Ausflug. Da sind sie. Nach Vielmann. Yay. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Ich finde die auch jetzt recht dunkel, weil die andere ist ja so blass. Aber ja, sie hat halt dieses hier nach oben. Dieses so 60s-Stil und große Gläser, was mega ist. Calvinos Brille kann ich euch nur zeigen, wenn er sie nicht auf hat. Weil der mag ja nicht so gerne gefilmt werden. Und es ist noch was gekommen. Es hat sich was ereignet. Ich zeige euch das. Die H&M-Bestellung ist schon da. Damit hätte ich gar nicht gerechnet heute schon. Gesundheit. Wo ist denn der Opa? Ach, der Bernd telefoniert. Ich melde mich gleich nochmal. Oh, ihr Lieben. Ich suche nur noch einen Schlafanzug raus für die Maus. So. Die hat nämlich jetzt Badetag
Wo sind die denn? Da, genau. Ich hatte das heute neu sortiert hier, weil wir Anziehsachen bekommen haben. Habe ich jetzt von so einem Ikea, von so einer Box hier hingestellt und alle Anziehsachen in dieser Größe, die sie jetzt trägt, hier reingetan. Und hier sind schon die neuen Sachen gewaschen, denn hier oben ist schon die Box mit der nächsten Größe. Tada, schon voll mit Sommersachen. Und da kommen die dann auch noch rein. Genau. So, und jetzt habe ich einen Schlafanzug, ich habe die Maus und jetzt verabschiede ich mich. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss.